vom großen Eol und grauen. Ja, das ist ganz toll. Laber du nur rum, ich bin ja nur dabei, deinen Sohn zu retten. Willkommen zurück zu Skyrim. Triff Arwulstein in Festung Nordwacht. Können wir machen. Da gehen wir einfach mal zu diesem komischen Höhlendingens hier. Und von da aus können wir ja dann ganz eventuell... Hallo Pferd! Ganz eventuell zu Fuß die Sache möglichst schnell finden. Oh shit, damit habe ich nicht gerechnet. Es tut mir aufrichtig leid, dass ihr alle hässlich seid. Wie die Nacht. Verzeihung. Legen die sich mit mir an? Ich glaube ja wohl, es hackt. Die Waffe können wir erstmal wieder wegstecken. Aha, da ist ja der Überfalltrupp. Wir holen Thorald zurück. Auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Wir töten jeden Talmor auf dem Weg zu Thorald und bringen ihn dann lebend raus. Los geht's. Okay, auf geht's. Hey, aufpassen! Hier drüben. Ihr hättet nie herkommen sollen. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Talmor des Sochse. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Und gefällt euch das? Oh, die halten aber ganz schön was aus hier. Genug! Ich ergebe mich! Ist das alles, was ihr könnt? Hilfe! Könnt ihr nicht gewinnen! Nacht! Na, wo sind sie denn jetzt alle hin? Seht's euch an, die ach so tollen Elfen, wie sie buckeln und vor Angst wegrennen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Wer will noch? Es gibt doch bestimmt noch mehr von denen. Ich, Krieger, genug. Gut gemacht. Weiter geht's. Hier oben scheint zwar noch irgendwo Gegner zu sein, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Wir gehen in die Festung rein und räumen drinnen auf. Mögen die Feinde vor mir erzittern. Ist da jemand? Hier drüben. Was war das? Zong. Ja. Gnade. Ich stehe auf eurer Seite. Wer? Oh shit, Ikowski. Du musst sterben. Oh. Verdammt. Hey, du sollst doch nicht abhauen. Nicht so schnell. Genug. Holla, die Waldfee. Hier ist ja was los. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin voll benommen. Ist das irgendeine Krankheit? Habe ich was getan, was ich nicht tun sollte? Ich bin so benommen. Ach so, das ist vielleicht dieser Saft, den ich getrunken habe, hä? Dieser Schlafbaumsaft. Habt ihr etwas gehört? Ist da jemand? Ach, Sava, kann ich nicht einfach mal treffen? Na komm, hau einfach drauf. Ich will Blocken verbessern.
Du denkst, ich mach mir Sorgen, weil du mich schlägst und triffst, oder was? Ich halte das den ganzen Tag aus, wenn es sein muss. Immer schön drauf. Ich kann auch zuschlagen. Sanga, Wanga. Nicht so. Ist das schon alles? Nee, noch nicht ganz. Aber ich habe ein Level up. Das ist es, was zählt. Und gute Nacht! Erstmal noch ein bisschen Heilung reinzwübeln. So. Ich nehme mal die Armbrust raus. Man weiß ja nie, wo ein Gegner sich noch befinden kann. Sieht zwar aktuell recht ruhig aus, aber ich bin vorsichtig. Was war das? Was? Verschwinde! Ist da jemand? Was war das? Ist da jemand? Ihr seid tot! Ja. Versteckt schon! Ich bin so blöd dazu, es tut mir leid. Ich ergebe. Jetzt! Oh, verdammt, diese Elenden! Oh, shit! Bei den Göttern, nein! Ach komm, leck dich doch selber am Arsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab doch schon wieder Tab gedrückt, kurz bevor ich tot war. Kannst du doch nicht machen, sowas. Jetzt muss ich erst wieder kämpfen und blocken und hast nicht gesehen. Habt ihr etwas gehört? Was war das? Guten Abend, gute Nacht und von hinten auf den Sahak. Oh shit, da kommt ein Arsch. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, auf dich wollte ich eigentlich auch gar nicht feuern. Oh, der Gerlund ist tot. Macht ihr da? Genug! Entschuldigung! So, erstmal noch ein bisschen Heilung rein. Und dann schauen wir uns nochmal hier unten ganz in Ruhe um. Wir schauen uns um, das ist nicht dumm. Was war das? Danke, dass du mich die ganze Zeit verschiebst, damit ich auch ja nicht treffe, du dumme Qualle. Komm her! Gib's mir! Ich will mein Blockenlevel zurück, das wurde mir genommen! Na los, haut drauf! Denkst du, das tut weh, hey? Du hast doch gar keine Ahnung, was Schmerzen sind! Da hast du was! Du wirst dich nicht ergeben. Zack. Gibt's noch Gegner? Nein. Nichts. So. Ich werde euch vernichten. Und wie gefällt euch das? Erledigt.
Heidene, hier ist was los. Das kannst du ja fast gar nicht glauben. Was man hier alles erleben kann. Worms. Mann, ich müsste auch einfach mal treffen. Oder alternativ abhauen. Ich kann euch nicht besiegen. Ich kann. Mehr habt ihr nicht drauf. Okay, jetzt erstmal Heilung, ganz wichtig. Magierfritze! Oh Mensch, die halten aber auch alle aus. Oh, meine Fresse. Hier muss man aber auch drauf prügeln, bis mal irgendwas, oder wie? So, was machen wir denn jetzt? Ausdauer ran, aber zack. Und wir haben schon wieder Skillpünktchen gekriegt. Worin investiere ich die denn jetzt am besten? Was haben wir denn hier noch? Tiefe Wunden. 10% kritische Schadenwahrscheinlichkeit, das klingt fein. So, und ich glaube, jetzt haben wir das meiste auch erstmal überstanden. Ich frage mich, wo mein komischer Gregor hin ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte den dabei gehabt. Wer weiß, wo der sich wieder herumtreibt. Ich hoffe mal, der ist nicht tot. Weil irgendwann gehen mir die Begleiter auch mal aus. Hallo? Was war das? Haut drauf, haut drauf, haut drauf! Passt ein bisschen auf. Tut mir leid, musste sein. Was ist mit der Truhe? Ich nehme das Gold nämlich mal mit. Thorald? Thorald! Bruder, seid ihr das? Na freilich. Da bin ich. Oh, ihr abgetrennte Arm. Ich finde. Was um alles in der Welt? Wir haben keine Zeit. Wir müssen hier raus. Los, gehen wir. Ihr da. Was treibt ihr da? Wir sind hier, um euch zu retten. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los. Okay, gut. Bringe Thorald in Sicherheit. Kann ich probieren? Ich würde aber vorher ganz gerne noch hier schauen. Hier gibt es nämlich noch jede Menge Schlösser zu knacken und die Erfahrung lasse ich mir nur ungern entgehen. Und in diesen ganzen Meisterschlössern steckt nun mal viel Erfahrung drin. Wenn man sie geknackt kriegt zumindest. Ach, jetzt komm, sei nicht so ein fieses Schloss. Geht doch! Okay, andere Richtung, ganz klar.
Ah! Sei nicht so fies. Seid nicht so fies. Gebt mir irgendeine Richtung, wo ich anfangen soll. Ah. Hier ist sogar eine eingekühlt. Hey. Oh. Asan! Nee, das war alles nichts, dass die immer so schnell wegbrechen, Mensch. Ich bleib doch mal gechillt. Nee, oder? Komm, das war offen. Da willst du mich eigentlich in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen verarschen? Du schäbiges Mistschloss. Ich hab genug Dietriche. Ich halte das den ganzen Tag durch hier. Wenn's sein muss. Kann doch echt nicht euer Ernst sein. Oh. Na also. Ich muss hier raus. Na dann geh doch, ist doch offen. Ich krieg dieses Schloss geknackt, das sage ich euch. Mit mir zieht er so eine Nummer nämlich nicht ab. Anscheinend doch. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich überhaupt soll. Ah, in die soll ich wieder. Aber nur ganz knapp, wie es ausschaut. Na, ein bisschen mehr schon. Und schon wieder ein Level up im Bereich der Schlossknackerei. Hier drüben. Was? Wo? Und? Gefällt euch das? Den Göttern! Nein! Genug! Zack! Genug. Elfenpack. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Hör auf, dich zu drehen. Eure Familie hat sich Sorgen um euch gemacht. Natürlich. Ich hätte es wissen müssen. Arvolstein steckte dahinter, oder nicht? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden. Denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Hab ich doch gerne gemacht. Dann sollen wir jetzt also nach Weißlauf zurück und der Mutti Bescheid sagen. Die wird sich drüber freuen. Endlich Infos von ihrem Kind. Lad schneller, du Spiel. Ich mag Ladebildschirme nicht. Ich bin wieder da. Wo muss ich hin? Ich folge einfach dem Ding. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Natürlich, Thorald ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Er fürchtet, dass er nicht... ich fürchte, dass er nicht hier ist. Ich hielt einen Rück... Oh, Mensch, Moment. Ich muss mich erstmal konzentrieren, Mensch. Es kann doch nicht sein, dass ich den Satz nicht vorgelesen bekomme hier. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Nee, tut mir leid. Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Ganz einfach. Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht?
Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Stahlschwert der sengenden Hitze. Herzlichen Dank. Passt gut auf euch auf. Na, ich passe immer gut auf mich auf. So, Leute, für heute ist Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da. Habt mich lieb und tschüss.